Wir haben uns ja ein bisschen das Thema Schlauchmanagement angeschaut mit Schläuchen, die nicht gefüllt waren, sprich mit leeren Schläuchen, wo wir vorgegangen sind. Wir wollen uns das Ganze nochmal anschauen, wie das ist, wenn wir einen gefüllten Schlauch haben. Und hier werden wir jetzt mal den sogenannten Loop anwenden. Und die zwei werden es jetzt einfach mal zeigen und der Hannes wird ein paar Worte dazu sagen, was man mit dem Loop alles machen kann und was er im Einsatz bringt. So. Also Loop hat man jetzt, wenn wir hier sehen, wir sind im Brand, gehen in ein Geschoss vor oder in ein Haus und brauchen Reserve nachgezogen. Vor allem, wenn wir über ein Treppenhaus rauf müssen. Bevor man da lang und schwierig und anstrengend einen Schlauch nachzieht, tut man sich leicht, wie man gesehen hat, einfach so einen Kreis sich zu erzeugen mit der Reserve, die außerhalb noch ist oder auch im Treppenraum und rollt die dann einfach so nach Richtung Strahlrohr. Es ist, da hat man gleich einmal 3-4 Meter, wie groß man so einen Loop macht, hat man gleich dann mal Schlauchreserve sehr schnell nachgeführt am Strahlrohr. Man sieht, da ist nicht viel dabei. Der Hannes zeigt uns jetzt auch noch mal was zum Thema Loop, und zwar wie man das Ganze hier in der Bucht macht. Also, es ist ein Handgriff. Wenn man so einen Loop machen will, man hat jetzt hier die Bucht schon. Wenn man die sieht, dann braucht man eigentlich nur einen Schlauch aufnehmen, einmal so drehen und schon habe ich meinen Loop. Ja, der ist jetzt dann noch relativ groß, den kann man sich jetzt von der Größe auch noch verändern. Wenn ich jetzt ein bisschen hergehe, jetzt stelle ich mir den auf und schon habe ich meinen Loop. Ja, und es ist nicht viel Kraftanstrengung, allgemein nicht viel Anstrengung, man kann hier um die Kurve rum und geht. Ja, das ist, oder die andere Möglichkeit, einen Loop zu erstellen, wie wir vorher gesehen haben, ist, wenn der Schlauch gerade liegt, ist einfach den Schlauch sich ein bisschen herzuziehen und um die Achse ein bisschen zum Drehen, einfach dieses Rumdrehen und schon habe ich wieder meinen Loop. Okay, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie es im Gebäude ausschaut. So, und jetzt sind wir im Gebäude und man sieht jetzt auch, dass das mit dem Loop hier ganz gut funktioniert. Genauso wie draußen nimmt man das jetzt einfach, um das Treppen oder den Treppenraum nach oben zu kommen. Ja, man sieht es richtig schön, wie die Reserve ohne große Kraftaufstrengung nachgezogen wird. Jetzt sind wir im nächsten Treppenansatz und jetzt sieht man auch, wie man den Loop dann an die Wand stellen kann. Das heißt, ich kann auch zwischendrin eine Schlauchreserve aufbauen, oder? Ja, genau. Also wenn es jetzt ist, wenn wir hier hinter uns reingehen würden in so Brandbekämpfung, hätte man da noch Reserve. Man kann auch Schlauchpaket jetzt noch dahinlegen und hätte dann nochmal so eine Nachreserve, sage ich mal, um einfach genug Schlauch für die Arbeit im Brandraum zu haben. Genau, und jetzt kommt noch der nächste Truppmann auch noch nach, der stellt dann einfach die Schlauch davor und dann habe ich hier mal locker, was sind das ungefähr, 3-4 Meter ja, pro Loop, oder? Ja. Je nach Größe kommt es drauf an, das habe ich gleich als Reserve da. Es ist jetzt auch eine gute Möglichkeit, wenn man in so ein Treppenhaus weiter vorgehen muss, es ist verraucht, einfach hier jetzt 3-4 Loops hin und dann wieder das nächste Stockwerk weiterzugehen. Habe ich wieder die Reserve da, von der ich dann weiter ziehen kann. Ja. Wir schauen uns jetzt das Ganze nochmal an, wo wir jetzt mal ohne Loop arbeiten und der Trupp jetzt einfach mal so versucht, so viel wie möglich Schlauchreserve hochzuziehen. Und man sieht schon, das ist um einiges mehr Kraftaufwand. Es ist jetzt gerade so eine sehr körperliche Anstrengung, gerade unter PA. Man sieht, jetzt ist ja wieder einiges an Schlauch zurückgelaufen. Also wirklich eine sinnvolle Reserve gerade nachzuziehen, ist nicht so leicht. Und der eine Punkt ist wirklich die Kraftanstrengung. Wir haben es ja, wo wir das letzte Mal bei euch waren, das auch mal so trainiert oder mal geübt, ja, wie man es normal macht. Und das ist wirklich wahnsinnig aufwendig. Und man sieht es ja auch hier, man weiß dann am Anfang auch gar nicht so wirklich, wo man jetzt mit der Schlauchreserve hin soll. Und jetzt sehen wir es ja hier, wir haben jetzt schon irgendwie eine Schlauchreserve geschafft. Aber man sieht halt, die Leute sind zum einen ziemlich ausgepowert und das liegt halt momentan irgendwo und irgendwie drin. Und wir schauen uns jetzt das auch mal an. Ich denke, das ist fast ein Loop, was wir haben. Das heißt, vorhin haben wir mit weniger Kraftaufwand 2 Loops an die Wand bekommen, hatten also mehr Schlauchreserve. Und hier haben wir jetzt mit mehr Kraftanstrengung weniger Schlauchreserve hochgeschafft. Und sie liegt auch noch relativ, ja, sag ich mal, einfach nur mal in der Gegend rum. Ja, was man da gut sieht, wir haben sowieso in dem Treppenhaus, ob nach oben oder nach unten, ganz viele Ecken, um die wir mit dem Schlauch rum müssen. Jetzt haben wir uns da nochmal eine Ecke gemacht, wo es reibt, wo es eng wird und das wird einfach immer schwerer, je weiter wir gehen und je mehr Reserve wir brauchen, um da die Reserve nachzuführen. Also es gibt da noch ein paar Tricks, auf die wir jetzt nachher eingehen, um sich das Leben in der Hinsicht ein bisschen zu erleichtern.
Was wir uns auch noch anschauen, ist, sage ich mal, eine gewisse Ergonomie im Einsatz. Das hat mir bei euch gut gefallen. Man hat einfach mal überlegt, was kann man denn besser machen, wenn man mit so einem Schlauch vorgeht. Und wir sind jetzt mal gleich mal beim Thomas, wie er sich jetzt hinsetzt, wie er mit dem Gewicht von seinem Atemschutzgerät arbeitet, um einfach den Schlauch besser nach oben zu bekommen. Ja, also man sieht, er zieht jetzt den Schlauch nach, hat sich hingesetzt, in einer bequemen Position und nützt jetzt den Pressluftatmer aus als Gewicht, und um nach hinten den Schlauch zu ziehen. Jetzt tut er praktisch mit dem Gewicht vom Pressluftatmer noch ein bisschen nachhelfen, um den Schlauch raufzuziehen. Ein Treppenabsatz weiter rauf ist der Truppmann oder Truppführer, wie man sich einteilt, und zieht auch weiter den Schlauch nach. Und es ist wirklich so, wenn man das ausprobiert, ich habe es selbst gemerkt, wir sind am Anfang ohne die Technik hochgegangen, das ist wirklich sehr kräfteraubend, und mit so Kleinigkeiten wie nur mal hinsetzen, nur mal durch den Pressluftatmer das Gewicht nach hinten nehmen, ist man einfach um einiges entspannter, ja, und es ist einfach nicht so kräftezehrend, wie wenn man es mit einer anderen Methode macht. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die man dann einfach mal im Einsatz ausprobieren kann. Auf jeden Fall, also nicht nur im Einsatz, sondern erst einmal bei der Übung auf jeden Fall ausprobieren. Aber man muss ja sowieso überlegen, was man alles dabei hat, was man mitschleppen muss. Und dann, warum soll man das dann noch irgendwie im Stehen und unter dem Stress noch sich das Arbeiten oder die Arbeit erschweren, wenn man mit ein paar so leichten Tricks sich das Arbeiten erleichtern kann. Und was wir uns jetzt auch noch anschauen, ist, dass jetzt diese Schlauchreserve, die nachgezogen wird, nicht einfach irgendwie auf den Boden geschmissen wird, sondern mal an die Wand gestellt wird. An die Wand stellen ist eine Möglichkeit, weil es wichtig ist halt beim Nachziehen, an jedem Eck sich genug Schlauchreserve zu schaffen, dass man wieder vernünftig weitergehen kann. Es bringt mir nichts, wenn ich an einem Eck mir einen Meter Schlauch nachziehe, dann wieder weitergehe und den ganzen Weg wieder zurückgehen kann. Also muss ich ein bisschen dran denken, wie weit muss ich überhaupt noch, dass ich mir einfach an jedem Eck genug Reserve schaffe, dass ich vernünftig wieder am nächsten Eck weiterarbeiten kann, dass ich auf den Fleck komme. Dazu ist eine Möglichkeit, wie wir jetzt dann sehen, einfach so den Schlauch an der Wand aufstellen, dass es so ausschaut, ein bisschen wie ein Anlieger, wie beim Motorradfahren. Schön aufstellen, da ist viel Schlauchreserve verstaut. Man kann auch hier ein, zwei Loops wieder hinstellen, wie vorher schon angesprochen. Genau, jetzt macht der Thomas gerade das, den Loop. Ja, den kann man auch richtig schön groß machen, das auch vielleicht zwei, drei Mal, und dann kann man wieder an die nächste Ecke gehen und da weiterziehen. Ich denke, was man jetzt wieder gut sieht beim Loop ist, dass der an sich schon mal sehr stabil ist. Wir haben es vorhin gesehen, wenn man das einfach nur so hochzieht, dann ist es so, dass der Schlauch immer wieder nachrutscht und nach unten rutscht bei dem Loop. Und das sieht man jetzt wunderbar, ist es so, man stellt den einmal auf. Ich habe jetzt hier 4-5 Meter vielleicht, der an sich schon mal statisch stehen bleibt, und ich kann jetzt weitergehen und das wunderbar hochziehen. Denn jeder von uns hat es vielleicht schon mal selbst erlebt. Man zieht 3 Meter nach, geht 4 Treppen nach oben und dann ist die Hälfte schon nach unten gerutscht. Ja, wieder geht ein interessanter Tag zu Ende vom Feuerwehrlabor, diesmal eben aus Garmisch-Partenkirchen. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Team, beim Ausbilderteam des Artenschutzzentrums des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, und verabschieden uns vom Feuerwehrlabor aus diesem schönen Alpenpanorama in Garmisch-Partenkirchen.